Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Und wenn jetzt das einigermaßen hinhaut, dann müsste Bild und Ton schon da sein. Gebt mir mal aus, schreibt mal rein, ob Ton da ist. Das ist Nummer eins. Und mein Bild. Von uns ist ja, Bild und Ton aus. Okay, Rüdiger. Hervorragend. Dann sage ich ganz lieben Dank für deinen Einsatz und für deine Hilfe. Freue ich mich sehr. Und ich sage nochmal ganz offiziell, herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei XTB und dem Live-Trading-Webinar. Ich freue mich sehr darauf, denn der Markt ist ja spannend. Und ich denke, es macht so viel Sinn wie selten zuvor, da genau drauf zu gucken und vielleicht heute Abend den einen oder anderen Trade dann rauszufinden, den man dann vielleicht auch umsetzen kann, aber eben auch rauszufinden, wie man der aktuellen Situation Herr wird. Denn wir wollen ja nicht nur heute Abend handeln, sondern idealerweise auch morgen, übermorgen und so weiter tolle Trading-Ideen haben, die man dann schick umsetzen kann. So, bevor wir richtig loslegen, noch eine Folie zu mir. Das wäre jetzt die offizielle Startfolie sogar noch gewesen. Ein Risikohinweis, das ist natürlich immer ganz wichtig, das vergessen viele, oh Gott, Traden kann Risiken beinhalten. Ja, und wir sind doch froh, dass es so ist, denn nur dann können wir und deshalb können wir dann auch tatsächlich an der Börse auf Gewinne hoffen. Denn wo kein Risiko ist, da ist ja auch in der Regel keine Chance. Deshalb sollten wir die Chancen ergreifen und die Risiken verstehen. Und das werden wir natürlich auch im Handelsansatz quasi mit einbauen. Wer schon öfter mit dabei war, der weiß das natürlich. Aber trotz alledem ist es natürlich nicht mehr als würdig und recht und fair sowieso und gesetzlich sogar vorgeschrieben, den kleinen Risikohinweis da auch nochmal zu bringen. Ansonsten auch nochmal nicht ganz unwichtig ist der mögliche Interessenskonflikt, den ich gegebenenfalls habe. Die Chance besteht zumindest, denn ich bin aktiver Händler. Und klar, wenn ich natürlich eigene Position habe, kann es natürlich sein, dass ich nicht ganz neutral bin, weil ich, ja logisch, wenn ich long bin, dann wird das einen Grund haben, dann bin ich aber ja schon eventuell beeinflusst und besteht natürlich die Chance, dass ich das nicht ganz so neutral sehe, wie ich das idealerweise gerne hätte. Trotz alledem, das nur so als Randerscheinung oder als zusätzlichen Hinweis für uns jetzt hier. Wir reden also hier von Händler zu Händler. Wir haben ein Trader-Gespräch sozusagen. So soll es ja idealerweise auch sein. So, dann noch eine Folie zu meiner Person. Nämlich mit zwei Hinweisen, also die kann jeder selber überfliegen, aber zwei Hinweise, die mir wichtig sind, nämlich Punkt 1, was wir heute Abend besprechen, gilt auf ganz, ganz vielen Märkten. Wir werden nicht die Zeit haben, alle Märkte natürlich anzugucken, jeden einzelnen Titel, aber bitte nicht sich nur auf einen Markt da fokussieren. Im Gegenteil, ich würde sogar dringend empfehlen, wenn der Lieblingsmarkt mal doof ist, also sprich kein Zeichen gibt, kein klares, dann ist es sinnvoll, dann auf einen anderen Markt auszuweichen und zu sagen, hey, dann handle ich dann halt den. Ja, und guck mal, dass ich da vielleicht irgendwie was reißen kann. Abgesehen davon ist es gut, verschiedene Märkte auch durchaus parallel mal zu beackern, dass man ein bisschen, sagen wir mal, Diversifikation noch mit reinbringt, dass man sagt, hey, ich habe ein bisschen was in Währungen und aber auch in den Indizes und wie sieht es mit Gold aus und vielleicht ein paar Einzelaktien, das geht. Gleiches gilt für die Handelszeiten. Wir werden gleich hier natürlich eher kurzfristig orientiert sein. Das hat Vorteile, weil wir viele Trade-Situationen finden und vermeintlich schnell ins Ziel kommen. Das ist für viele sehr beliebt, weil man dann eben sagt, hey, cool, ich muss nicht lange warten, bis da irgendwie was passiert. Hat aber auch ein bisschen Nachteile, weil die ganz kurzfristigen Trades natürlich eine etwas geringere Effizienz haben. Sowas wie ein bisschen Fehlbewegungen, die sind natürlich auffälliger im ganz kleinen Markt und auch sowas wie den Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen, die ja ganz normal sind für den Markt, spielen natürlich bei umso kleineren Bewegungen eine etwas größere Rolle. Das gleicht sich ein bisschen aus, also man kann trotzdem auf den kurzen Ebenen durchaus Erfolg haben, weil man sagt, na gut, ich kann aber 5 Trades machen, wo der etwas Übergeordnete nur einen hinkriegt. Allerdings die Einzelperformance wird in der Regel bei den etwas Übergeordneteren tendenziell besser sein aus den, wie gesagt, genannten Gründen. Das nur mal so am Rande. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir auf den echten Chart wechseln. Dafür muss ich hier 2, 3 Knöpfe mal drücken. Und wenn alles klappt, dann sehen wir genau jetzt den Chart. Prima, also wunderbar. Ich habe jetzt hier mal den DAX.
Normalerweise ist es so, ich finde es immer cool, wenn man nicht nur einfach den Chart so anguckt und sagt, okay, fress oder stirb, ich mache jetzt das, sondern wenn man tatsächlich sagt, okay, erst noch mal ganz kurz so das übergeordnete Bild angucken. Man kann das natürlich, indem man hier sagt, okay, ich zoome jetzt mal raus auf Tagesbasis, dass man noch mal sieht, wo waren noch mal die Hochs, ah, ein bisschen Platz ist, aber nicht mehr weit. Oder aber, was ich jetzt hier auch noch mal habe, zum Beispiel mir so ein Vierer-Chart angelegt. Das hängt auch ein bisschen von der Bildschirmgröße ab. Das muss ich mal wieder aktualisieren hier, weil ich normalerweise hier auf dem anderen gearbeitet hatte. Aber wo man dann eben auf die verschiedenen Zeiten sozusagen hier parallel eben anzeigen lassen kann und dann sagen kann, okay, ich sehe jetzt hier zum Beispiel hier auf Minuten, das ist natürlich sehr ambitioniert hier, Minutenchart, 15-Minuten-Chart und so weiter, sehe dann hier die große Bewegung und die ganz kleine parallel. Wer jetzt auf einem kleinen Laptop arbeitet, der wird sagen, da breche ich mir die Augen, völlig zu Recht. Wer sagt, ich habe einen ganz großen Bildschirm, für den ist das natürlich klasse, das parallel zu sehen. Aber damit ihr es auch besser jetzt erkennen könnt, wechsle ich nochmal auf meine andere Variante, nämlich nur einen Chart. Und dann wechsle ich tatsächlich mal einmal kurz das große Bild. Okay, hier lange Bullenmarkt. Beim DAX wissen wir das, aber spätestens, wenn wir dann mal zu anderen Titeln wechseln, wie jetzt von mir aus Öl oder so, dann hat man das vielleicht gar nicht so genau vor Augen, wie da die Bewegung ist. Und man sieht dann vielleicht auch im Intraday-Chart so Zwischenhochs nicht, an denen wir ja dann vielleicht wieder festhaken. Also insofern halte ich das für durchaus sinnvoll. Aber gucken wir nochmal hier auf das Nahkampfbild, denn da habe ich eben was gesehen, was ich spannend finde. Gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart, nämlich, dass der Kurs aktuell relativ zügig nach unten kommt. Und wer mich ein bisschen genauer kennt, ich gehe mal auf Minutenchart, damit wir die Struktur ein bisschen genauer rauskriegen. Es geht nicht darum, dass wir das auf Minute handeln unbedingt, sondern es geht darum, dass wir, sagen wir mal, die interne Struktur erkennen können. Zum Beispiel, wie diese Bewegung zügig ist und wie diese Bewegung wackelig ist oder diese wieder zügig und diese wackelig und hier wieder zügig und jetzt hier im Großen, wie dieses Bild hier aussieht. Ja, man kann natürlich nachher zum Traden auch wechseln, wieder auf 5 Minuten oder 15 und sagen, steil runter, im Moment wackelig hoch. Das gefällt mir eigentlich mega gut, weil das ist so ein Klassiker, den ich wahnsinnig gerne handle, der ja dem entspricht, was wir so gerne auch immer wieder auf unserem Plan haben, dass wir einfach sagen können, okay, wir haben hier Schub in die eine Richtung, wackelig auf der anderen Richtung. Wir handeln ja gerne die Schubrichtung. Und die letzte Schubrichtung war eben nach unten. Und das Wackelige im Moment zumindest nach oben, also würden wir eher nach unten handeln. So ähnlich wie wir das hier zum Beispiel haben. Schub hoch, wackelig runter, wir gehen auf Schub hoch. Oder auch hier Schub hoch, irgendwie wackelig runter und wir gehen weiter auf die Long-Seite. Ja, auch hier Schub hoch, wackelig runter, wir sind eher auf der Long-Seite interessiert. Nicht jeder Trade wird deshalb ein Riesenrenner und der Ferrari mit einem Trade. Aber zumindest mal haben wir dann schon mal eine ganz gute Einschätzung, in welche Richtung wir uns vorrangig richten sollten. In dem Fall eben die Short-Seite, denn die letzte steile Bewegung war diese hier. Und wir werden jetzt gucken müssen, wie diese Aufwärtsbewegung sich weiterentwickelt. Das will ich heute Abend, aber es sei denn, ihr wünscht euch das ganz doll und sagt, bitte, bitte, bitte mehr darüber reden, nicht mehr so sehr vertiefen, denn der Markt ist zu. Natürlich ist der CFD hier noch offen, kann auch gehandelt werden. Reagiert, wenn wir ehrlich sind, aber ja eigentlich nur auf den amerikanischen Markt. Das heißt, wir haben nicht einen echten Input hier mehr zu erwarten, aus dem DAX, wie auch, die Titel sind ja zu. Dementsprechend gucken wir lieber auf den Markt, der jetzt noch seine Hochstimmung hat, und das ist der amerikanische Markt. Können wir hier gucken, wie es denn hier aussieht. Auch hier ganz kurz mal rausgesäppt, kurze Orientierung. Wir müssen auch nicht gleich auf Tag, wir können auch hier auf einen Stunden- oder 4-Stunden-Chart gehen. Also 24-Stunden-Märkte gucke ich gerne auch im 4-Stunden-Chart mal an. Das bietet sich an. Und ihr seht ja, es geht mir gar nicht um eine einzelne Kerze, es geht mir hier um den Verlauf eigentlich mehr, dass man einfach sieht, ah, Schub und wackelig runter und so weiter. Und die Frage ist jetzt, Schub, wackelig runter, das ist toll nachvollziehbar, aber wie sieht das hier aus? Da hat man noch Schub, wackelig runter, also ganz okay. Aber dieses Teilstück, das interessiert mich jetzt, wie gehen wir hier mit um? Wechseln wir mal auf den 15-Minuten-Chart, da haben wir hier den, da hatten wir das auch. Guckt es euch an. Also man kann es nicht schöner malen. Eigentlich ist die Frage, warum muss ich überhaupt noch was sagen? Man sieht es. Schub hoch, wackelig runter. Welche Richtung wollen wir handeln? Schub war nach oben, zart und wackelig ging es nach unten. Man kann diese beiden nicht verwechseln. Also es fällt wohl schwer zu sagen, welche die dynamischer ist. Ist das dynamischer oder das hier dynamischer? So, ist das hier hoch oder ist das runter?
ist das runter oder ist das hoch? So, und damit wissen wir, in welche Richtung wir handeln wollen. Und wer sagt, ja gut, ich habe meine Situation verpasst, das geht mir auch so. Es ist nicht so, dass ich jeden dieser Trades dann auch tatsächlich mache. Manchmal verpasst man es, weil es eine blöde Uhrzeit ist, weil man gerade parallelen Öltrade vorbereitet hat oder Gold einen Stop nachzieht oder was weiß ich was. Dann gibt es eine nächste Chance. Schub hoch, wackelig runter. Und die Fortsetzung erstmal wieder nach oben. Hier ebenfalls. Das hier ist Schub hoch, aber relativ schubig nach unten. Das wäre mir zu wenig ausgeprägt wackelig. Das hier wiederum Schub hoch, wackelig runter, ist relativ klar. Das heißt nicht notwendigerweise, dass jeder Trade positiv wird, weil für die, die länger, oh nee, doch, in dem Fall wäre es gar nicht kritisch gewesen, wobei ich jetzt noch gar nicht sagen will, wie viel Gewinn das gebracht hätte, aber letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen wäre der hier, wäre hier mit der grünen Kerze getriggert und anschließend ging der Kurs wie weit hoch? Der Klassiker ist ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Augentraining mit euch, bevor wir gleich neue Trade-Situationen finden, ist ja, dass wir diese Bewegung hier messen, dann hier ansetzen, den Spike lasse ich jetzt mal bewusst weg, weil der mir doch sehr weit runtergekommen war hier und möglicherweise auf einfach nur eine Nachrichtenaktion war. Also das hier nochmal hochprojiziert, gäbe Ziele hier. Ja? Ob das jetzt ein Mega-Burner-Trade ist, ist mal dahingestellt, aber man sieht schon, wohin das führt. Okay, es geht wohl eher auf die Long-Seite hier und dann eben so einen Trade mitzumachen. So, und was haben wir jetzt hier? Brüllt's raus. Sieht nicht so toll aus, oder? Also ich muss gestehen, weiß ich noch nicht so genau. Wenn ich das nicht so gut erkennen kann. Also was schon mal auffällt, ist die vielen Tails hier. Ich sage immer gerne Teppichchart dazu. Ja, weil es sieht so aus wie so ein Hochfloriger. Früher hat man den Flocati, der war immer platt getreten. Wenn ich jetzt so an die, ich weiß nicht, ob ihr jemals in England wart, da gibt es immer so einen Teppich, da, wenn man da drauf läuft, sackt man immer um 10, 15 Zentimeter ein. Das ist wie bei Neuschnee, weil das so ein hochfloriger Teppich ist. So sieht das hier aus. Ja, da sind ganze Speisekammern noch versteckt zwischen den Borsten. Das ist schon mal ein Indiz. Wenn ihr es nicht genau auseinanderhalten könnt, geht einfach auf eine kleinere Zeitebene hier, zum Beispiel 5-Minuten-Chart oder Minuten. Nicht, weil jede einzelne Kerze relevant ist. Also es geht mir jetzt nicht darum, hier auf Minuten, ah, hier ist ein Hammer oder sowas, da passiert jetzt dieses oder jenes, sondern um mit mehr Details hier das mal auseinanderzuhalten. Und dann sehe ich schon, okay, ist das wirklich das, was wir eben so toll fanden? Jetzt vergleichen wir das nochmal mit Situationen, die wir hier hatten. Hier sah das wie aus einem Guss aus. Ja, mehr oder weniger. Auch hier, na, das war jetzt Gold, das können wir uns gleich angucken, keine Sorge. Auch hier, seht ihr auf Minuten, das hier ist eher eine eindeutige Bewegung und wieder wackelig. Eine eindeutige, hier ist es eher zu unterscheiden, auch hier wieder Schub und wieder wackelig. Das kann man klar auseinanderhalten, welche Richtung was ist. Ihr seht, das geht sogar auf Minute runter. Streng genommen könnte man das im Minutenchart handeln. Wie gesagt, nochmal die Idee dazu, passt auf, ihr müsst auch immer den Spread hier mitbezahlen. Ja, das ist halt ganz normal. Ein Unterschiedsbetrag zwischen An- und Verkauf muss mitbezahlt werden. Das ist natürlich ganz normal. Und der ist natürlich im Minutenchart anteilig an den Bewegungen größer, als wenn ihr das Ganze in 5 Minuten, im 15-Minuten-Chart beispielsweise handelt. Aber fürs Auge, zum Trainieren und zum Erkennen, wie es hier aussieht, ist das allemal gut. Ja. So, kommen wir wieder auf das aktuelle Geschehen. Dann stellen wir fest, doof. Also ich finde es doof. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss gestehen, das ist hier höchstens, ja, zur Not könnte man, aber ich mag keine zur Not-Trades. Was ist das für eine Einstellung? Ja, zur Not, Gott sei Dank sind wir nicht so in Not, dass wir sagen müssen, das sieht doof aus, ich handle es trotzdem. Lasst das sein. Macht das nicht, es ist euer Geld. Lieber dann in den Markt reingehen, wenn ihr sagt, ha, hier ist nicht zur Not, hier sieht es geil aus. Das ist viel sinnvoller. Ja, also tut euch den Gefallen. Bei sowas hier werde ich total tiefenentspannt, beziehungsweise versuche ich ganz schnell was anderes mehr anzugucken. Zum Beispiel gucken wir mal auf S&P 500. Ganz kurz Orientierung. Mal so die letzte Zeit hier. So sah das aus. Aufwärtsbewegung, nichts Neues. Hier hinten so das Wackelige. Das sollten wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Gucken wir mal 15-Minuten-Chart. Das ist so die Aufwärtsbewegung. Und wir sehen, vorher war noch so, dass wir viel Schubbewegung hatten, Rücksetzer.
Wir hatten hier einen deutlichen Rücksetzer. Wir hatten hier einen deutlichen Rücksetzer. Wir hatten hier einen deutlichen Rücksetzer. Die waren weit voneinander getrennt. Aber auch die kleineren. Wir hatten hier einen kleinen und wir hatten hier einen kleinen. Da ist ein großer Abstand dazwischen. Wir hatten hier einen kleinen, großer Abstand dazwischen. Wir haben hier einen kleinen, hier einen kleinen, hier einen kleinen. Da sind Abstände dazwischen. Wir haben hier einen gehabt und hier einen gehabt. Da ist ein Abstand dazwischen. So, und jetzt guckt euch das mal im Vergleich hier an. Wir haben hier einen und hier einen. Die sind ähnlich groß. Da kann man wirklich sagen, die passen zusammen. Da ist aber kein Abstand dazwischen. Die überschneiden sich, die überlappen. Und das ist für mich ein Zeichen, na, so weit mit der bullischen Stimmung scheint es nicht her zu sein. Und auch jetzt hier wieder, dieses Hoch ist höher als das aktuelle Zwischentief hier. Das heißt, der Markt hat den Drive verloren. Man sieht es auch ein bisschen daran, dass die Abwärtsseite immer steiler wird hier. Nicht mehr so dieses typische, hier kann man noch sagen, das ist noch wackelig, aber das ist oftmals zusätzliches Indiz, dass die eine Seite fast genauso schnell wieder zurückkommt wie die andere. Guckt euch das an und guckt euch das an. Da ist die, das hier ist super, aber das macht genau das wieder wett. Und damit ist die positive Stimmung wett, weg. So, das hier sieht aber im Moment mal gar nicht schlecht aus hier. Also das finde ich zumindest im 15-Minuten-Chart cool. Wir haben also gesagt, das sieht eher nach einer endlichen Situation. Einige würden sagen Ending Diagonal, das sind die Elliott-Wellen-Leute. Sieht nach so einer Endgeschichte aus. Und wir sehen, dass der Markt jetzt hier tatsächlich anfängt, sagen wir mal so, den Bullen blöd zu kommen. Ja, also eben nicht mehr so harmlos oder sonst irgendwie unterwegs zu sein, sondern tatsächlich mit viel, viel, viel mehr Schmackes hier auf der Abwärtsseite unterwegs zu sein. Das heißt, die Stimmung scheint sich für oder in Richtung Short gedreht zu haben. Okay, das ist ja erstmal überhaupt nicht schlimm, das ist ja erstmal cool. Aber wenn ich mir so eine Geschichte hier angucke und dann der Markt wackelig nach oben kommt, und das wollen wir uns jetzt mal schnell angucken hier, wie das nochmal intern aussieht, dann haben wir doch eine wunderbare Trading-Geschichte. Jetzt malen wir hier mal rum, weil noch ist das Fantasie, aber das ist die Fantasie für die Vorbereitung für später. Ein bisschen kann man sagen, hey, das sieht doch so aus, so aus, so aus, so aus. Manch einer würde sagen, das sieht doch fünffällig aus. Vielleicht täusche ich mich, wenn der Kurs jetzt doch noch weiter runtergeht, dann muss ich das vielleicht ein bisschen anders aufteilen. Das ist denkbar. Aber solange es ja nach unten geht, habe ich ja sowieso kein Problem damit. Egal, wie jetzt hier die interne Wellenaufteilung aussieht. Aber irgendwann wird es mal nach oben gehen. Ich weiß noch nicht wann. Das kann hier unten sein. Das kann jetzt sofort sein. Und dann gucken wir, ob das so aussieht. Und dann bin ich auf halb acht, weil dann weiß ich, das ist doch wieder das typische Bild, was wir jetzt mehrmals angesprochen haben. Schub in die eine Richtung, wackelig in die andere Richtung mit Erwartungshaltung, dass der Schub sich nochmal fortsetzt. Wir haben es vorhin an ganz vielen Stellen gezeigt. Ich will es jetzt nicht an jeden Stellen. Manchmal sieht man das nicht deutlich. Ja, also hier zum Beispiel, klar, jetzt im Nachhinein könnte man sagen, hätte man auch machen können, mehrheitlich Schub nach oben gegen Ende in Trendrichtung korrektiv und dann haben wir so eine A, B, C-Kiste, Trigger hier für Long. Ich zugegeben hätte das Ding vermutlich nicht gehandelt, weil mir erstens dieser Rücksetzer relativ weit war, das versuche ich immer zu vermeiden, Stichwort 78er, die letzte Verteidigungsmarke. Aber es, man muss ja nicht jeder so handeln wie ich. Ich gebe zu, manchmal bin ich da vielleicht ein bisschen der Pussy und sage, ah, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja, aber muss ja nicht. Man kann ja durchaus sagen, ich mache sowas gerne mit, zumal wir ja durch den Trigger eine Bestätigung auch haben. Ist ja nicht völlig aus der Hüfte geschossen. So, ob das jetzt hier kommt, das weiß ich doch nicht. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich muss ja nicht die Zukunft lesen. Ich hatte eben gerade mich noch mit einem Trader unterhalten, und da haben wir darüber gesprochen, wie weit das denn relevant ist, dass man die Zukunft vorhersehen kann. Ich bin Händler, ich bin kein Seher. Ich weiß doch die Zukunft nicht. Das kann hier passieren, das kann sein, dass der hier runterfällt und hier das macht. Ich weiß es nicht. Und es kann auch sein, dass er das macht und dann das macht. Was ich aber weiß, wie ich auf was reagiere. Wenn ich sowas zum Beispiel sehe, weiß ich, da kann ich nichts machen. Weil diese starke Abwärtsbewegung, verglichen mit der starken Aufwärtsbewegung, gleicht sich aus. Und damit ist mein in Anführungsstrichen Wissensvorsprung, dass ich sage, hey, ich habe doch ein ganz starkes Gefühl hier für die Abwärtsseite, der ist aufgebraucht. Ja, da kann ich jetzt nicht sagen, okay, das kann ich hier jetzt erkennen. Das ist anders, wenn ich diese Seite sehr stark
und diese Seite sehr schwach habe. Und schwach kann eben so wackelig sein. Schwach könnte alternativ auch A, B, C sein. Das geht auch. Das haben wir hier so ein bisschen angedeutet. A, B, C. Das ist alternativ, aber mindestens sowas in der Richtung. Und immer Trigger nicht vergessen. Immer Trigger nicht vergessen. Beispielsweise. Ja, also das mal als Beispiel. So, löschen wir mal hier das raus. Der hatte jetzt noch eine Hausaufgabe hier zu tun, nämlich hier mal wackelig hoch. Da quatschen wir jetzt nicht weiter. Wir gucken mal, was wir bei den anderen noch haben. Guckt euch den amerikanischen Hightech-Markt an, den Nasdaq 100. Was soll denn das werden? Der würde sogar noch mal eher für Long sprechen. Ab wann? Naja, wenn das Wackelige aufhört, weil der Anstieg ist ja schon relativ dynamisch. Hier übrigens auch nochmal Augentraining. Der Anstieg erst gegen Ende korrektiv. Das ist dieses, was ich vorhin mal erwähnt habe, dass gegen Ende der Markt in Trendrichtung geht, aber korrektiv aussieht. Weil das würdet ihr normalerweise sagen hier, das ist doch eher ein Korrektivmuster. Und korrektiv ist immer gegen den Trend. Jetzt muss ich gestehen, mit bloßem Auge ist zu erkennen, im Moment geht das aber mit dem Trend, weil der Trend war hier nach oben und das geht auch nach oben. Also mit dem Trend ist ein klares Indiz für Ende der Trendrichtung. Das ist nicht immer. Hier hat er das ohne hingekriegt. Da ist er direkt bis zur Spitze und danach kommt er runter. Aber wenn ihr sowas seht, passt auf, das ist ein klassisches Zeichen für, ja, es hat sich ausgekauft hier in Anführungsstrichen. Ja? Insbesondere, wenn man sich dann triggern lässt. Ein möglicher Trigger ist natürlich hier so das letzte Zwischentief, wie immer. Man kann natürlich auch sagen, ich habe hier oben einen Hammer. Für die, die etwas aggressiver, Entschuldigung, Shootingstar natürlich jetzt hier, weil es auf der Oberseite ist. Hammer sieht so aus hier quasi. Das gleiche in grün, im buchstäblichen hier, also auf der Unterseite. Das hier ist das auf der Oberseite, ist ein Wendezeichen. Ist aber natürlich per se gesehen ein eher schwaches Hilfsmittel für eine Wende. Aber wenn ich das mit sowas kombiniere, ist es ein okay Hilfsmittel. Wo man sagen kann, okay, kann man machen. Ist ein aggressiver Einstieg für die, die etwas mutiger sind, die sagen, ich kriege auch mal gerne auf die 12, habe ich überhaupt nichts dagegen. Dafür, wenn ich dann dabei bin, verdiene ich richtig Asche. Fehlt mir aber hier. Wir machen gleich ein bisschen schnellere Runde. Ich weiß aber, dass viele von euch ja natürlich auch heute Abend noch, spätestens morgen dann, wahnsinnig gerne das ja weiterhandeln wollen. Deshalb erzähle ich die jetzt ein bisschen umfangreicher. Diejenigen, die sagen, warum tradet ihr denn nicht live? Hier gibt es jetzt im Moment nichts live zu traden. Aus meiner Sicht. Und deshalb habe ich hier jetzt kein Trade jetzt in der Vorbereitung. Wir gucken aber gleich noch mal ein bisschen schnelle Runde. Und da gucken wir mal, ob wir da das eine oder andere sogar direkt platzieren können. Aber hier kann sich bald was anbahnen. Denn ich finde das hier gar nicht so übel. Guckt euch mal an. Schub hoch. Einigermaßen wackelig nach unten. Und wir haben hier Zwischenhochs. Das ist das letzte Tief hier unten. Wir haben das vorletzte Tief hier. Ich mache mal die Maus so. Ja, das letzte Zwischenhoch wäre hier. Ich kann also hier ohne weiteres sagen, ohne mich wirklich verrenken zu müssen, wir gehen long, wenn wir hier drüber gehen, über diese Marke. Ich muss allerdings ein bisschen Spread mit einplanen. Also gucken, wie ist der Spread hier aktuell. Das ist ungefähr ein Punkt. Ziemlich exakt sogar ein Punkt. Also das heißt, ich muss dann, wenn ich dann sage, okay, da bin ich jetzt hier, muss ich theoretisch einen Punkt nochmal mit oben drauf nehmen, damit ich hier nicht aus Versehen reinkomme. Ja, und ihr seht, der Abstand ist natürlich auf einem kurzen Zeitfenster viel größer als auf einem längeren. Mein Stop setze ich theoretisch unten drunter. Ihr wisst, ich setze ihn aber ungefähr auf 80%. Aus statistischen Gründen, ihr erinnert euch an diese blaue, komische Linie, die ich da mal, also diese bauchige Zeichnung, die ich da gemacht habe. So, das heißt, dann kann ich den Stop sogar hier hinsetzen und das Target ist irgendwo da oben. Das habe ich jetzt irgendwo blindlings hingelegt, weil ich es einfach mal irgendwo hinlegen will. Kann jetzt noch die Menge anpassen. Ich habe jetzt hier, das ist hier sehr schön, es gibt leider andere Plattformen, wo man dann immer raten muss, wie groß das Risiko ist, was ich nicht sehr sinnvoll erachte, weil es aus meiner Sicht gefährlich ist, weil man nicht wirklich weiß, wie viel habe ich im Risiko, wenn es blöd kommt. Ja, hier kann ich das sehen, kann dann sagen, okay, wie viel will ich gerne riskieren, kann das hier einstellen oder über die Kontraktgröße. Kann dann sagen, okay, ich will so um die 100, also knapp unter 100, das wäre mir jetzt zu viel, also mache ich 0,4, zack, mache einen Buy-Stop rein und Position ist drin. So, jetzt muss ich aber noch zwei, drei Sachen klären. Punkt 1 ist, was war mit dem Target? Das ist so ein bisschen die Schwachstelle an diesem Trade. Ich habe nicht ehrlich ein Target hierfür.
Ich weiß gar nicht genau, wo mein Target ist. Es kann sogar sein, dass es noch viel höher liegen kann. Kann sein, dass er das Ding hier überschießt, vielleicht ein bisschen überschießt und das war es dann schon. Warum weiß ich das nicht? Wenn ich eine Situation habe, dass der nur meine Zeichnung zählt, vergesst den Chart, den ihr jetzt seht. Ich mache das hier mal hin, weil das so. Ihr habt so eine Situation und habt ein echtes Tief und dann kriegt ihr sowas und dann kriegt ihr sowas. Dann wisst ihr, der Kurs kam von oben runter. Dann wisst ihr, dass das ein echtes Tief ist. Wenn das ein echtes Tief ist, das ist das die erste Welle. Dann wäre das die zweite Welle. Und nach der zweiten kommt die dritte Welle. Und die dritte Welle, die ist normalerweise dritte beziehungsweise C-Welle genau genommen. Die ist normalerweise ungefähr genauso lang wie diese hier oder oftmals sogar deutlich länger. Ich kann also sagen, so lang, sprich so lang bin ich auf jeden Fall. Ich habe also auf jeden Fall ein Mindestziel. Ja, in etwa. Mit Chancen auf mehr. Ja, es kann ja sogar vielfach mehr sein. Das kennen wir, wenn das dann so richtig eine lange Bewegung. Aber zumindest mal so eine 1-zu-1-Geschichte. In dem Fall haben wir das blöderweise nicht, weil das ja nicht ein echtes Tief ist. Also es ist ein echtes Tief, aber wir hatten davor schon andere Tiefs. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das die erste Welle ist, ist ganz sicher nicht. Oder typischerweise zumindest nicht, weil wir hatten ja hier schon mal oder hier schon mal und so weiter. Ich will jetzt nicht rausscrollen, da ist es, wenn die Zeichnung passt, das dann nicht mehr. Das heißt, was immer auch das ist, ich habe keine Ahnung, aber es ist ziemlich wahrscheinlich nicht die zweite Welle. Und was hier kommt, ich habe keine Ahnung, aber ziemlich wahrscheinlich nicht die dritte. Das heißt, ich kann jetzt nicht annehmen, ach ja, dann macht er doch diese Länge auf jeden Fall nochmal. Ja, ich mache ein Beispiel, ihr kennt die Bewegung, so, dann macht er das, dann wackelt er runter und dann macht er das, dann wackelt er runter und dann macht er nochmal das. Das macht er ungefähr diese Bewegung hier nochmal. Ja, nicht notwendigerweise die, die davor war, also nicht notwendigerweise diese hier. Das weiß ich hier unter Umständen nicht. Das heißt, ich muss mit dem Blödsten rechnen, dass wir hier überschießen, plus x. Ob x jetzt klein ist oder groß, wir wissen es einfach nicht. Trotz alledem haben wir eine realistische Chance, dass der Kurs nach oben geht. Wichtig, nie zu 100%. Ich erzähle das hier so wie beim Kaffeetrinken so ungefähr. Ja, da kann eigentlich nichts passieren, ist alles super. Es ist nicht sicher gesagt, dass der Trade positiv wird. Aber wir haben eigentlich einen relativ guten Erwartungswert, weil die Chance auf eine Fortsetzung erstmal relativ groß ist. Und wir ja auch noch die Möglichkeit haben, dass wir die Position durch einen Nachziehstopp, also das Risiko verringern können. Machen wir ein Beispiel dazu. Wir können gucken, ich zum Beispiel verwende ja gerne sowas wie den Parabolik. Machen wir den mal dazu hier. Na, bei Buchstaben ist immer die Reihenfolge auch wichtig. Nehmen wir mal den hier und dann sehen wir, das wäre doch ein vernünftiger Nachziehstopp. Wir sehen, dass er in der Trendphase besonders gut geht, in so Seitwärtsphasen läuft er nicht gut. Da fliegen wir sofort raus. Stört uns ja nicht, weil was wollen wir handeln, eine Seitwärtsphase oder eine Trendphase? Ja, wir wollen ja eine Trendphase, wir wollen ja sowas hier handeln. Also funktioniert er dann besonders gut. Er funktioniert dann nicht gut, wenn es eine Seitwärtsphase wird, dann schmeißt er uns raus. Super, wenn es eine Seitwärtsphase wird, will ich ja gar nicht drin sein, denn was wollte ich handeln? Trendphase. Also, er ist schon per Definition und für das, was er kann, hier perfekt geeignet, weil er den Fokus auf das hat, was ich am liebsten hätte. Insofern ist so ein Nachziehstopp eigentlich, naja, fast schon ideal, kann man sagen. Das passt hier hervorragend. So, da kann ich jetzt eigentlich nur abwarten und in der Hoffnung, dass der uns da weit trägt. Lassen wir uns mal überraschen. Es ist ja nur ein Trade. Wenn ihr mich fragt, ob ich diesen Trade normalerweise mache, ich mache diesen Trade nicht so häufig. Und zwar nicht, weil ich ihn total doof finde, sondern weil ich noch mehr das mag, wenn das die erste und das die zweite Welle ist. Ihr erinnert euch, was ich hier gezeichnet habe. Sonst guckt es euch später in der Aufzeichnung nochmal an. Da ich in der Regel relativ viele Titel angucke, auch inklusive Einzelaktien dann noch. Und wir haben ja hier schönerweise eine Riesenauswahl. Ich will jetzt nicht eins, guckt es euch hier mal an. Ihr könnt ja im Zweifelsfall auch einfach mal das ausprobieren über eine Demo. Also ich will jetzt hier keinen Heizdeckenverkauf machen, aber ihr macht sicherlich keinen Fehler, wenn ihr euch das mal genau anguckt. Hier gibt es wahnsinnig viele verschiedene Sachen, die ihr hier mal raussuchen könnt. Und dann sage ich mir, wenn ich 5 Trades ja nur machen kann gleichzeitig oder 10, weil vielleicht das Kapital nicht reicht oder einfach meine Aufmerksamkeit sonst überfordert wäre, dann suche ich mir natürlich eher dann die aus, die das anders haben. Trotz alledem, ich möchte dieses Verfahren hier mal zeigen und es ist keine ganz blöde Idee,
Deshalb können wir das hier mal ausprobieren. So, jetzt machen wir noch mal ein paar andere Titel. Gold war gefragt, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Gucken wir mal, was hier aussieht. Auch wenn ich im Moment hier noch nicht so glücklich bin, im ganz kurzfristigen Chart, 5-Minuten-Chart, toll, Schub hoch. Aber mir fehlt das runtergewackelt. Im Moment wackelt das so halbwegs nach oben. Sieht also aus, als ob er nach oben sich auspowert. Was ich aber bräuchte, wäre eine echte Bewegung nach unten, dass er mal was schön Wackeliges runter hinkriegt. Haben wir hier noch nicht. Ja, also insofern, der braucht da noch. Wir können aber noch mal gucken, was, es kommen hier so ein paar Nachrichten rein, ihr seht das hier. Gucken wir aber noch mal auf die übergeordnete Schiene. Also wenn jemand Wünsche hat, hier zum Beispiel bei Gold, welche Zeitebene ist für mich auch interessant. Soll das im langfristigen, im mittelfristigen, kurzfristig sein? Weil wir sehen das hier, das ist auf Tagesbasis. Hey Leute, das ist doch schon fast wieder mega. Guckt euch das doch mal an. Auf Tagesbasis, guckt mal hier. Also ich will mal gar nicht hier von diesen Dingern hier sprechen, wenn ihr euch die anguckt. Guckt auch mal hier. Und dann hier habt ihr das Ding. Ja. Und jetzt haben wir hier wieder so eine lange Aufwärtsbewegung und jetzt haben wir doch hier wieder so eine Kiste. Das heißt, im Moment wäre das hier mein Long Trigger. Ist noch ein gutes Stück entfernt. Das ist nichts für heute Nachmittag. Das ist auf Tagesbasis. Aber für all diejenigen, die auch mal längerfristig eine Bewertung haben wollen, wäre das durchaus interessant. Im Moment sieht es sogar so ein bisschen aus. Hier, guck mal, Bodenbildung. Erstens Tails auf der Unterseite. Wenn ihr das seht, dass die Kerzen auf der Unterseite Pinöckel haben oder auf der Oberseite, spricht das gerne für eine Wende. Ist keine Garantie. Ja, hier haben wir auch auf der Oberseite erstmal viel und dann hat es doch nach oben geschafft. Allerdings zum Schluss auch erstmal einen langen Tail wieder auf der Unterseite. Aber achtet mal ein bisschen darauf, Tails können durchaus so eine zusätzliche Hilfe sein. Ich sage es bewusst, eine zusätzliche Hilfe. Wenn wir jetzt, machen wir noch eine Minute auf den längerfristigen, dann wechseln wir wieder auf das kürzerfristige. Wenn wir hier jetzt so ein bisschen mal rummachen, dann sehen wir haben hier durchaus die eine oder andere Unterstützungsmarke, die wir jetzt hier haben, ungefähr in dem Bereich, wo wir sagen können, ja, wahrscheinlich ist hier irgendwie so ein bisschen Unterstützungszone aktuell. Und auch wenn wir noch ein Fibo mit dazu kleben, beispielsweise, dann sehen wir hier, da ist die 38er-Marke. Also wir können schon davon ausgehen, dass die Chance, dass der Kurs ungefähr in dieser Zone hier jetzt eine Unterstützung findet, also das ist jetzt nicht völlig doof. Ja? Das heißt, ich habe jetzt auf der langen Sicht, ich weiß, dass viele jetzt sagen, pff, ja oben einzusteigen, ich glaube, den hat es, das zieht sich ja noch Jahre. Na, so lange vielleicht nicht mehr, aber sicherlich noch viele Tage oder einige Tage. Es kann auch schnell gehen, ihr seht ja, das geht manchmal ganz zügig nachher. Aber trotz alledem, das wird sich zeigen. Aber wenn ich jetzt im übergeordneten Bild sehe, dass wir auf der Unterseite jetzt so langsam mit Unterstützungsrechnen müssten, dann kann ich jetzt hier im Nahkampfchart mal überlegen, ob ich nicht vielleicht dort schon irgendwie was erahnen kann, was für einen Dreh spricht. Ich bin jetzt mal auf Stunde und da sehe ich zum Beispiel, dass ich lange Zeit überhaupt nichts erahnen konnte, was auf Long spricht. Warum? Weil die Schübe nach unten waren, das Wackelige nach oben, die Schübe nach unten, das Wackelige nach oben und so weiter. Ja, hier ist es dann vielleicht wieder undurchsichtiger, weil wieso ist der jetzt höher, der ist jetzt tiefer, ja, dann weiß ich auch nicht genau. Und wenn ich nicht weiß, mache ich was anderes. Ja? So, jetzt die berechtigte Frage. Wann kann man long einsteigen oder wann geht es unten durch? Und dafür ist das mit der Trigger-Geschichte so wertvoll aus meiner Sicht. Denn ich weiß das natürlich im Zweifelsfall auch nicht. Ich mache jetzt mal die alten Zeichnungen weg, die haben wir im Hinterkopf. Ja, super. So, im Hinterkopf. Und jetzt gucken wir mal, haben wir schon irgendeinen Indiz für die Long-Seite? Was bräuchten wir denn für eine Long-Seite? Für die Long-Seite bräuchten wir ganz klar irgendwas, was stark nach oben geht. Vielleicht nicht ganz so kurvig, wie ich jetzt gezeichnet habe. Und umgekehrt schwach nach unten. Das ist nämlich genau umgekehrt wie bislang, wo wir stark runter und schwach nach oben. Oder stark runter, schwach nach oben. Ihr seht den Unterschied. Hier geht es dann stark hoch und schwach runter. Darauf müssen wir jetzt warten, bis das passiert. Und das können wir im Stundenchart natürlich gucken. Aber warum müssen wir es im Stundenchart? Das können wir natürlich auf theoretisch jeder Zeitebene gucken, ob wir das bekommen. Und wenn ich jetzt hier im 5-Minuten-Chart sehe ich zumindest schon mal stark nach oben. Das ist schon mal Punkt 1.
Was ich jetzt noch nicht sehe, ist, wie es nach unten geht, weil im Moment geht es ja noch nicht wirklich nach unten. Das ist noch zu wenig. Idealerweise, mein Tipp, nimmt ja auch hier Fibonacci mit hinzu und sagt, ich will, dass er mindestens 38 runterkommt. So, das war der Startpunkt, das war der Endpunkt. 38 wäre hier. So, Hausaufgabe, liebe Goldleute. Tradet den Markt unter die 38er-Marke. Warum ist das so wichtig? Weil ich habe doch, ihr erinnert euch an diese Zeichnung hier. Diese Wahrscheinlichkeitszeichnung. Das ist ganz grob jetzt nur gezeichnet. Alles, was oberhalb ist, die Fläche, die Wahrscheinlichkeit, dass das schon das Tief ist, ist nicht null, aber sie ist sehr klein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier drunter liegt, ist viel, viel größer. Also warte ich doch, dass der Kurs hier runterkommt. Hat zwei Effekte. Erstens, die Wahrscheinlichkeit geht hoch. Ja. Und das zweite ist, ich habe auch noch eine Information, wie bist denn du runtergekommen? Steil oder eher flach und so weiter. Wobei, das ist jetzt hier eine etwas blöde Situation, um es ehrlich zu sagen. Denn ich kann mir hier zwei Szenarien vorstellen. Variante 1, der kommt jetzt hier irgendwie so runter, fände ich cool, weil dann habe ich wieder meine Orientierungspunkte, wo ich long gehe. Denkt an das Stichwort Trigger. Ich würde mich in diesem Fall, das ist jetzt wirklich für fortgeschritten, aber nicht wundern, wenn er sagt, wieso, wir sind doch hier wackelig runter, wackelig hoch und dann kommen wir jetzt hier impulsiv runter. Wer es weiß, das wäre dann ein Flat. Ich sage immer gerne, also das ist eine typische Formation, eine typische Korrekturformation. Und zwar, das ist das schwarze Schaf der Familie. Das ist das Einzige, was blöd ist sozusagen. Gerade für weniger Erfahrene, sage ich jetzt mal, ist das ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Ja, wie jetzt? Jetzt geht es doch steil runter. Aber ein Familien-schwarzes Schaf, um andere Worte zu vermeiden, gibt es immer. Und das ist halt das, weshalb es auch so wichtig ist, dass wir Stop setzen, weil das kommt häufig genug vor. Aber auf der anderen Seite selten genug, dass wir sagen können, wir können solche Sachen trotzdem handeln. Insbesondere, weil wir sagen können, ich gehe natürlich nicht long, wenn er dann wackelig hochkommt. Ich gehe aber schon long, wenn er dann steil hochkommt und wackelig runter. Ist jetzt blöd, weil es beide Alternativen übereinander gelegen sind. Das heißt, es besteht so lange noch eine Verwechslungsgefahr. Aber ich kann ja wieder warten. Nicht die steile Bewegung entscheidet, sondern lasst euch das bestätigen. Was schließt sich an? Schließt sich an so eine Bewegung das an? Habt ihr eine Idee? Wir gehen auf Short, insbesondere nach dem Trigger. Wir haben über Alternativtrigger auch gesprochen. Ihr könnt natürlich auch versuchen, hier auf so einen Punkt zu triggern, insbesondere wenn da zum Beispiel so ein kleiner Shootingstar dann ist, was wir eben dann gezeichnet hatten. Also sowas hier zum Beispiel, wenn das hier übereinstimmt, klar, kann man auch an so einer Stelle short gehen. Beispielsweise. Ihr könnt auch gucken, wenn ihr hier einen Indikator habt, der dann vielleicht hier dreht und wechselt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich mag diesen Trigger lieber. Er ist einfach, er ist wenig verwechselbar. Nachteil, ich habe immer ein klein bisschen Abstand. Vorteil, ich habe immer ein klein bisschen Abstand. Ja? War das jetzt nicht das Gleiche? Ja, das war's. Der Abstand ist natürlich punktemäßig ein Nachteil, hat aber den Vorteil, ich kriege auch noch mal Informationen, wie diese Bewegung ist. Ist die wackelig oder ist die dynamisch? Aber das kann man dann selber auch ein bisschen ausprobieren, was einem lieber ist. Ob man lieber etwas aggressiver oder etwas offensiver, ja, aggressiver oder offensiver. Nein, etwas aggressiver oder etwas dezenter im Markt unterwegs sein will. Wie gesagt, ich mag das gerne mit diesen Zwischenhochs oder in dem Fall tief. Alternativ ist natürlich, dass man sagt, ich versuche hier eher an den Extremwerten ranzukommen, mit Hilfe von Indikatoren, mit Hilfe von Kerzenmustern beispielsweise. Und dann sagen, komm, ich setze da einfach mal eine kleine Position rein und lass mich mal überraschen, wie es geht. Vielleicht, wenn ich gleich was sehe, wo das passt, können wir das mal als ein Alternativ-Trade machen, auch wenn das nicht mein Lieblingstrade ist, es muss ja nicht immer nach mir gehen, aber dass ihr seht, wie das aussehen könnte. So, also ich bin hier durchaus in der Suche auf Longs, aber wir müssen sie halt noch kriegen. Ja, und dafür warten wir jetzt mal ab, wie er sich hier abreagiert. Also ist noch denkbar. Gucken wir mal Öl an und dann machen wir mal ein bisschen schnelle Runde. Das ist jetzt hier auf Stundenbasis. Im Moment. Also hier übergeordnet super, Schub runter, wackelig hoch, aber vorsichtig, das ist hier viele Wochen schon. Ein wunderschönes Muster hier. Also hier wäre ein tolles Short-Signal
um dann diese Strecke nochmal in Punkten nach unten fortzusetzen. Ich mache mal einmal für die Langfristfreunde unter uns. Im Prinzip geht mir das hier um das Ding nochmal nach unten, also mit Zielen hier unten. Und zwar, wenn wir durch diese Marke gehen. Ich mache mal den Trade, den nehme ich nachher wieder raus, aber damit ihr seht, wie er aussieht. Hier drunter Short Game, Stop. Wenn das hoch bliebe, das weiß ich natürlich noch nicht, Stop wäre dann ungefähr bei 80%. Ich lüge jetzt mal hier und Target wäre dann hier. Menge muss man wieder anpassen, das wäre natürlich ein bisschen zu hoch, dass das dann hier, ein bisschen mehr geht schon, so, Sell Stop, das wäre der Trade. Entry hier unten drunter, letzter Trigger, das wäre jetzt exakt mein Handelsansatz. Man darf den variieren, ihr müsst ja nicht alle so handeln wie ich. Ja? Aber das wäre jetzt für mich das Naheliegende, hier drunter Short, Stop ungefähr hier, wieder irgendeine Trailing-Funktionalität, das spare ich mir jetzt, wird unübersichtlich, aber ihr wisst das hier mit dem Parabolic oder Supertrend oder sowas in die Richtung und Target 1:1 Kiste so ungefähr mal als vorläufiges Ding. Aber das nehmen wir jetzt hier wieder raus, weil das ist arg langfristig, das müssen wir an dieser Stelle jetzt hier nicht machen. Warte mal, wo haben wir schwebende Aufträge? Öl, Schüssikowski. So, dann machen wir hier den wieder weg, die Zeichnung, und gehen mal auf eine kleinere Zeitebene. Achso, wir können auch den direkt rausnehmen. Sag mal, der dumme Born kriegt es einfach nicht hin. So. So. Wir wollen mal gucken, ob wir hier im kurzfristigen was hinbekommen, was man machen kann. Also mal auf 15 Minuten, 5 Minuten Basis. Und da sehen wir, dass es hier arg viel hin und her im Moment noch ist. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten nicht so richtig Klarheit, in welche Richtung das geht. Im ganz Kleinen deutet sich das an, aber bitte passt wieder auf den Spread auf. Nicht, dass es ein akademisches, ja, dass er sagt, akademisch wäre das jetzt nachvollziehbar hierfür nach oben. Ja, aber ob man das dann umsetzen kann, ist wieder spreadmäßig, müsst ihr bitte genau prüfen, wobei der Spread hier sehr eng ist, aber ist eben nicht null. Und das heißt, wir haben hier einen kleinen Abstand und der ist dann für uns dann unter Umständen nicht so sinnvoll. Post, sehr schön, gucken wir uns gleich auch noch an. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, machen wir gleich. So, also insofern, dass hier ist jetzt im Moment nichts. Wenn der wackelig mal runterkommt, wie gesagt, Minute ist ein bisschen arg ambitioniert. Ich finde Öl an sich sehr schön handelbar, aber im Moment nicht so mega geil. Also wegen dieses Kursmusters finde ich das eher übersichtlich gut. Gucken wir nochmal eben einmal Euro an. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Ganz kurz Überblick nochmal. Weil beim Euro finde ich im Moment eine spannende Situation, eigentlich sogar mega spannend, die Geschichte. Wenn wir uns das angucken, das ist jetzt wirklich langfristig, wir sind sehr weit runtergekommen, wir sehen hier wackelig in Trendrichtung, es spricht für ein Ende und wir haben tatsächlich jetzt hier erstmal seit längerem einen Schub nach oben ohne große Überschneidung. Und das spricht erstmal für eine mögliche Long-Richtung und Stichwort: sehr häufig geht der Kurs ja Fibonacci-mäßig, spare ich mir jetzt, das ist irgendwo hier in der Mitte, und denkt mal an diese Zwischenhoch, das und das, also das wären mögliche Ziele dafür. Und jetzt, da sind wir wieder, möglicherweise flat-mäßig unterwegs, Schub hoch, ABC runter. Das heißt, ab sofort warte ich, vorsichtig, wichtige Vokabel, ab sofort warte ich darauf, dass ich Long-Anzeichen kriege. Nicht ab sofort sind hier Long zu, ist hier Long zu gehen. Das kann ich hier nicht erkennen. Ab sofort kann ich hier gucken, ob ich Long-Anzeichen kriege. Und die könnten dann in kleinerer Zeitebene vielleicht sichtbar werden. Wir können mal 15 Minuten Chart. Und da sehen wir, da sind wir auch noch Schub runter, eher wackelig hoch. Ja, also wir haben hier ganz viel noch die Schübe auf der Abwärtsseite und das Wackelige auf der Aufwärtsseite. Und solange das ist, muss ich noch nicht. Jetzt sehen wir hier, das ist auch cool, Abwärtsseite, vergleicht mal hier, das ist ein Schub. Ja, kann nachvollziehen. Das ist ein Schub. Das ist ein Schub. Auch noch ein Schub. Und was ist das? Ihr seht, das sieht doch schon fast korrektiv aus. Geht aber in Trendrichtung. Das ist ein erstes Anzeichen, keine Garantie, aber ein erstes Anzeichen, dass der Markt nach unten möglicherweise vor dem Ende steht. Ja, also ihr könnt damit rechnen, dass die Abwärtsseite so früher oder später bei solchen Anzeichen austrocknet. Können wir schon long gehen? Ja, dafür müssen wir uns das Ding mal angucken, ob das schon das darstellt, was ich gerne hätte. Gucken wir das mal. Ja, noch nicht wirklich. Ich will ja nach oben Schub. Okay, das sieht so ein bisschen aus Schub und gegen Ende wieder wackelig. Okay,
Aber Schub runter? Nee. Wenn ich mir was wünschen darf, ich würde sagen, mach noch mal ein Tief neu und dann mach dann mal was Richtiges hoch, so ähnlich wie das, sehr schön. Aber dann auf der Abwärtsseite nicht sowas, sondern auf der Abwärtsseite was schön Wackeliges. Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoller. Und wenn wir das haben, kann man hier long einsteigen. Aber ich bin da auf der Suche. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht mehr ewig dauert. Bevor wir gleich noch ein paar andere Währungen hier, machen wir mal die Post, können wir mal einfach machen. Gucken wir es uns mal an, Deutschland oder beziehungsweise können wir auch hier direkt Deutsche Postwesen. Wo haben wir sie? Da unten. So, haben wir den Chart und die Frage war auf Tagesbasis. Auch wenn ihr jetzt der eine oder andere sagt, wieso Post, wen interessiert denn die Post? Das spielt erstmal keine Rolle. Erstmal war es jetzt hier ein Wunsch von jemandem. Lieben Dank für die Wünsche. Das Zweite ist, es spielt gar keine Rolle, was wir hier angucken. Das Prinzip ist doch immer das Gleiche. Und ich finde das immer wichtig, solche Sachen mit im Auge zu behalten, weil dann kann man nämlich eventuell an solchen Verläufen einen Chart, den ihr noch nicht gesehen habt, vielleicht habt ihr gesagt, oh, Post habe ich schon vor 100 Jahren das letzte Mal mehr angeguckt, könnt ihr gegebenenfalls eben üben, wie nähert man sich so einem Chart? Wie kommt man da ran an die ganze Geschichte? So, also jetzt sehen wir hier auf Tagesbasis, wir sind auf dem Weg nach oben, aber wir sehen auch, dass wir hier noch ganz schön viel Überlappungspotenzial haben. Und wir sehen umgekehrt, die Abwärtsseite ist relativ zügig unterwegs. Also ich sage jetzt mal so, man könnte mit bösen Zungen gegebenenfalls sogar sagen, ist das hier sogar 1, 2, 3, 4, 5, ganz grob gesagt. Und sind wir jetzt hier irgendwie ABC irgendwie so unterwegs? Ich weiß es nicht. Es ist noch denkbar. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Zur Orientierung, ich mag gerne ja Fibonacci. Ich denke, das habt ihr inzwischen rausgefunden. Und dann sehe ich, wo haben wir viele Marken, die auf einem ähnlichen Niveau liegen. Da können wir zum Beispiel mal hier diese Projektion hinlegen. Da lag die 100er-Marke. Da sind wir in der Nähe immerhin noch. Wir können mal messen von da oben bis hier runter. Da ist die 61er-Marke. Die beiden liegen schon ganz schön eng zusammen. Wir haben also einen möglichen Widerstandsbereich da. Wir können auch nochmal die Extension messen. Dafür messen wir die Gegenbewegung von hier nach hier beispielsweise. Dann haben wir da die 127er. Jetzt können wir mal gucken. Haben wir die 161er hier auch noch? Die haben wir nämlich hier gar nicht. 127-20er-Marke. Dann machen wir noch die 161, 8. Gucken wir mal. Und dann sehen wir, die liegt genau da. Seht ihr das? Ich fahre mit der Maus drüber, dann wird es dicker ein bisschen. Das heißt, wir haben hier immerhin drei typische Widerstandsmarken aus Fibonacci, die hier clustern. Das ist keine Garantie, dass der Markt hier jetzt dreht. Aber es ist eine, ich sage mal ein starkes Wort, es ist eine Garantie, dass viele Leute genau jetzt drauf gucken, was er da macht. Wichtig, fast Linien, auch horizontale Linien. Ihr könnt auch sagen, wieso, wir hatten hier ein Zwischentief. Was macht ihr da mit den blöden Fibos rum? Ihr könnt doch hier das Zwischentief mal einzeichnen. Da komme ich auch auf dieses Niveau. Viele Linien eng beieinander sind keine Garantie, dass der Kurs hier dreht. Macht euch, tut euch den Gefallen und geht nicht hier jetzt pauschal einfach short und sagt, da liegen drei Linien, fertig, der dreht. Das kann passieren, muss aber nicht. Aber was ziemlich wahrscheinlich ist, dass viele hier jetzt genau drauf gucken und sagen, was ist denn das? Typischerweise werden möglicherweise einige jetzt aufgrund so einer Geschichte sagen, ich mache mal eine Gewinnmitnahme, ich gehe mal lieber raus. Und Gewinnmitnahme ist erstmal Verkaufen. Das heißt, es kommen wieder mehr Verkaufsorders in den Markt. Das ist natürlich dann häufig dann der Auslöser, warum der Kurs dann tatsächlich auch dreht. Nicht so sehr, weil dann die Leute sagen, ah, jetzt fällt das zum Boden. Naja, der Markt ist ja tapfer gestiegen, muss ja nicht so pessimistisch sein. Aber wenn hier sagen, einige sagen, oh, ich habe meinen Spaß gehabt, ich nehme mal Gewinne mit, ist das zumindest mal erstmal ein Vortriebskiller. Und einige sagen, ja, ich warte lieber, bis er ein bisschen tiefer ist und so weiter. Einige gehen dann auch short, dann kann es natürlich schon sein, dass der Kurs hier dreht. Aktuell müssen wir drauf gucken. So, und jetzt gucken wir mal auf die kleinere Zeitebene und gucken, ob wir irgendeinen Indiz haben dafür, dass der Kurs Schwäche zeigt. Ja, er zeigt Schwäche, er ist runtergekommen. Aber im Moment würde ich eher sagen,
Ist das wirklich eine Schwäche? Also wenn ich die Aufwärtsbewegung vergleiche, wir hatten ja hier eine ganz coole Kiste heute. Und jetzt die Abwärtsbewegung, war das heute doch, glaube ich, oder? Genau, heute Morgen hat er es hochgegappt, so. Und jetzt kommt er hier runter. Das ist alles zwar abwärts, also schwach, aber es ist dezent im Verhältnis zu dieser Bewegung. Also im Moment würde ich sogar fast noch sagen, dass die Abwärtsbewegung einen korrektiven Charakter hat. Also noch nicht wirklich einen Grund, hier auf die Short-Seite zu wechseln. Soll man jetzt vielleicht sogar noch mal einkaufen? Das würde ich davon abhängig machen, ob ich hier auf jeden Fall eine Korrektur kriege. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie der Bewegungsverlauf ist. Also sprich, wenn ich jetzt sowas habe hier, so, dann bin ich ja auf jeden Fall korrektiv. Dann kann ich auch schnell wieder einen Trendkanal und habe wieder einen möglichen Trigger. Und kann sagen, wenn er nach unten wegbricht, naja gut, dann halt nicht. Wenn er aber da drüber geht, kann ich sagen, siehst du? Ja, und habe schon wieder die nächste Long-Situation, weil er hat dann im Umfeld dieser Marken, da sieht man jetzt nicht alle, aber Schwäche gezeigt, ja, aber eine schwache Schwäche. Und das ist ja wieder ein ganz gutes Zeichen für die Aufwärtsrichtung. Ja, das könnte hier schon flat sein, in der Tat. Sehr gut, also das ist schon, sieht so ein bisschen in die Richtung aus, also sehr guter Hinweis, klasse. Warum flat? Weil wackelig runter, wackelig hoch, relativ dynamisch nach unten. Das ist sowas wie 3, 3, 5, sagen manche Profis dazu. Das könnte eine Flat-Korrektur sein. Das Blöde ist, dann kriege ich keinen vernünftigen Trigger mehr. Dann wäre mein Trigger hier oben. Das mag ich nicht so gerne. Aber ich muss ja nicht den als Trigger nehmen. Ich kann ja auch sagen, wenn er jetzt als nächstes sowas macht und dann sowas hier, dann bin ich wieder mit dabei. Zugegeben, das ist jetzt für den einen oder anderen, der sagt, ja, super. Was soll ich denn da machen? Das ist 15-Minuten-Chart. Da bin ich ja morgen früh dann genau dran, wenn ich dann im Büro bin. Punkt 1, erstens mal, schickerweise ist die X-Station ja aus einfach im Internet aufrufbar. Notfalls vom Klo hätte ich fast gesagt, nein, das natürlich nicht, aber in der Kaffeepause mal kurz sagen, kann ich mal, ich gucke da mal kurz drauf, platziere da meine Order. Ich weiß ja dann schon, ich habe das vielleicht abends mir die Ideen schon mal rausgesucht und gucke dann morgens meine zwei, drei relevanten Dinge an. Soll ich jetzt einen Trade da platzieren oder nicht? Das geht ja schönerweise, weil es ja eine Internetversion ist. Ja. Aber wer das nicht will, kann natürlich auch sagen, gut, ich gucke dann halt abends, verwerte aber das Bild im Intraday-Chart und sage, jetzt sehe ich ja, was wir hier bekommen haben. Ist das das ungefähr, was ich will? Und dann platziere ich dann halt abends meine Orders dazu. Oder in der Mittagspause oder je nachdem. Das ist nur so eine Anregung, das müsst ihr natürlich gucken, wie das ist. Also, finde ich nicht uninteressant. Allerdings aufpassen, wir hatten es eben im längerfristigen Chart. Wir müssen mit dem Widerstand da rechnen. So deutete sich es ja an hier, durch dieses Cluster, durch diese Zone, die wir da hatten. Aber im Moment haben wir noch nicht eine wirkliche Stärke auf der Short-Seite. Vorsichtig aber, das muss ich nochmal abschließend zeichnen. Es ist durchaus denkbar, dass wir hier so eine 1, 2, 3, 4, 5 kriegen. Deshalb bitte, bitte seid vorsichtig. Never catch a falling knife, sagt man dazu. Nicht einfach sagen, ja, siehst du, das hat mir gefallen, ich gehe jetzt da rein, pappelapapp mit Bestätigung. Das ist ein valides Kursverlaufsmuster, was absolut realistisch jetzt kommen kann. Und ich habe keinen Plan. Guck mal, der Kerl handelt seit über 30 Jahren an der Börse, nee, nicht 30, aber knapp 30 Jahren an der Börse, über 25 an der Börse und hat immer noch keinen Plan. Ja, ich weiß das nicht. Das ist ein absolut mögliches Szenario, was jetzt kommen kann. Ich weiß nur, hier müssen wir genau drauf gucken. Und das haben wir im Nahkampfchart ja eben besprochen, wie das in etwa aussehen kann. Also insofern sehr schönes Beispiel hier, weil das genau das widerspiegelt, über was wir da ja die ganze Zeit gesprochen haben. Und ganz egal, ob das jetzt die Post ist und die nachher abgeht oder ob ihr sagt, nee, Post, das denn, handelt doch keiner die Post. Es ist ein wunderschönes Muster und ihr seht, Grundprinzipien sind hier die gleichen. Ihr seht das hier auch im Stundenchart, Schub hoch, wackelig runter. Da kann man jetzt nicht sagen, wie absurd ist das denn? Ist nicht absurd. Es ist genau so, wie es immer ist, in Anführungsstrichen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten doch bei, ich glaube, Nasdaq hatten wir eine Position hier offen. Er ziert sich noch hier ein bisschen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, alles noch in Ordnung. Wir sind relativ zügig hoch. Jetzt macht er eine Korrektur runter. Das ist zwar nicht so schön,
Aber auf der anderen Seite, was haben wir denn erwartet? Eigentlich ja schon, dass wir irgendwann mal hochkommen und dass er dann wackelig ein bisschen runterkommt. Das wäre jetzt vielleicht nicht was, was wir handeln können, weil es eine zu kleine Ebene ist. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das doch ziemlich genau das, was wir doch normalerweise auch immer handeln. Schub hoch, wackelig runter. Wenn ich jetzt ganz kurzfristig, würde ich sogar hier meinen Trigger nehmen. Aber vorsichtig, Spread nicht vergessen. Das wird nicht funktionieren auf Minutenbasis. Ist das, naja, ich will nicht sagen, wird nicht funktionieren. Hängt aber ein bisschen davon ab, wie die Ausprägungen hier sind. Wäre mir hier zu knapp. Ich finde es auf 5-Minuten-Basis besser. Ja, also so doof das ist, jetzt braucht er. Ja, aber er macht doch genau so, wie wir das gerne hätten. Er bestätigt doch durch seine langsame Abwärtsbewegung eigentlich unsere Idee, nämlich dass der Schub nach oben das Relevante war und das, was wir jetzt nach unten kriegen, eher das Korrektive. Das schließt nicht aus, dass wir vielleicht doch noch ausgestoppt werden. Aber dafür haben wir unseren Stop, weil falsch liegen kann man immer. Es kann natürlich sein, dass wir im Prinzip jetzt nochmal neuen Schub runterkriegen, nicht Schub, ja doch, vielleicht sogar Schub, aber hier was Korrektives und dann später erst hier triggern. Ich habe das jetzt so einfach gesagt, dass der Kurs doch irgendwie so macht, zack, 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 und wenn wir hier sind, dann triggert er und wir gehen long. Es ist ja nicht gesagt, es kommt leider auch immer wieder vor, dass er dann irgendwie sowas macht, dann macht er sowas. Und dann sagt man, ja, hier, Rüdiger hat doch recht. Ja, blöde Aktion, ich bin hier ausgestoppt worden. Das ist der Punkt, wo man dann sagen muss, es ist nicht gesagt, dass man das immer beim ersten Versuch realisieren kann. Es kann dann sein, dass man sagt, okay, die Idee ist ja weiterhin gültig, allerdings jetzt mit dieser Triggermarke und mit einem Stop auf dieses Tief, sprich dann irgendwo hier und das Ziel dann eben entsprechend, keine Ahnung, das muss ich jetzt lügen, das habe ich jetzt nicht sauber gezeichnet. Also es kann sein, dass wir dafür zwei Versuche brauchen, notfalls auch drei, aber das wird dann immer weniger wahrscheinlich. Es ist aber nicht gesagt, dass es immer automatisch beim ersten Versuch ist. Ja? Also es wäre denkbar, machen wir mal dieses Beispiel, dass man gesagt hätte, hey, guck mal hier, cool, da gehe ich hier rein. Wird man hier reingestoppt, hier ausgestoppt? Ja gut, aber die Idee ist doch die gleiche. Es geht wackelig runter, dann muss ich es halt hier nochmal machen. Und ihr seht, dann habt ihr mal so ein Risiko. Ja, blöde Aktion, habe ich so viel verloren. Ja, aber vergesst doch so einen Verlust, wenn ihr dann beim nächsten Mal irgendwie so einen Trade macht und dann hier theoretisch irgendwo dann da rausfliegt oder weiß nicht, wo ihr dann das Ziel vielleicht dann habt. Das ist mir also ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck habt, shit, das muss jetzt immer funktionieren. Beim Rüdiger hat es auch geklappt, das sah so easy aus und bei mir funktioniert das immer nicht. Das ist bei mir nicht so, dass jeder dieser Trade positiv wird. Habt auch nicht den Anspruch an euch. Das ist mir ganz wichtig. Ich wiederhole das leider viel zu oft, aber auf der anderen Seite, ich kann es nicht oft genug sagen. Ein negativer Trade ist nicht das Zeichen, dass ihr was falsch gemacht habt, sondern das ist von der Wahrscheinlichkeit halt in diesem Fall, dass möglicherweise etwas weniger Wahrscheinliche eben eingetreten ist. Und beim nächsten Mal, deshalb ist das, Traden ist nicht eine Einzelentscheidung. Ein einzelner Trade spielt beim Traden nie eine Rolle. Ich weiß, es kommt einem doch so vor, dass man sagt, doch, doch, bei mir auf dem Konto spielt ja schon eine Rolle, ob ein einzelner Trade negativ ist. Aber Traden ist nie darauf ausgerichtet, dass der nächste Trade ja definitiv Gewinn bringen muss. Das wünscht man sich natürlich. Ich habe das auch lieber, wenn die positiv ausgehen. Das macht dann immer mehr Sinn. Aber Traden ist ein Massenphänomen. Wenn ihr von dieser Sorte Trades 5, 10, 15, 20 macht, ja, dann werdet ihr wohl gewinnen. Es kann sogar sein, dass die Trefferquote hier nur bei 50% liegt. Dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, naja, 50-50 Chance. Ja, aber ich kann gerne 50-50, wenn das meine Risikoweite ist und das hier meine Gewinnweite ist, ja, dann habe ich mit 50-50 keine Probleme. Dann wäre ich sogar mit 40% Trefferquote zufrieden, mache immer noch Gewinn. Ja, also das ist wichtig. Das muss euch bewusst sein, weil ich weiß, dass viele dann sagen, ja, aber jetzt war das negativ, ich muss das anders machen. Und dann schraubt man wieder rum. Traden ist ein Massenphänomen, Punkt eins. Und Traden muss konsistent sein. Ihr müsst, wenn ihr euch irgendwann mal auf irgendein System festgelegt habt, das kann meins sein oder die Variationen, die ich mit euch hier immer wieder durchgehe, wenn ihr euch da festgelegt, dann müsst ihr das dann auch umsetzen und sagen, ja, okay, dann mache ich es halt beim nächsten und so weiter. Ja, solange das hier wackelig in irgendeiner Form ist und der dann das hier triggert, und ich werde jetzt vielleicht, das weiß ich ja nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ausgestoppt werden, noch gibt es ja keine echten Indizien dafür, aber es wäre ja denkbar, ich werde hier irgendwo ausgestoppt, ja, dann habe ich den nächsten Trade jetzt schon in der Vorbereitung, weil ich weiß, wenn ich das trigger,
gehe ich wieder long. Weil die Idee ist exakt die gleiche. Da kann ich sagen, aber da bin ich vorhin ausgestoppt worden. Ja. Aber Einzeltrade ist Einzelschicksal. So, also ich hoffe, dass das so ein bisschen Klarheit. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist ja noch nicht gesagt, dass der hier ausgestoppt wird. Das, wir hatten es ja eben ja angesprochen im Intraday-Bereich hier, also hier auf Minutenbasis sieht das ja immer noch so einigermaßen ABC mit Trigger hier. Ist ja immer noch denkbar. Also dieser Stop zählt hier natürlich nicht. Der ist ja viel zu eng. Ja, gemessen an der Bewegung, die wir gerne hätten, ist der Stop mir zu eng auf Minutenbasis. Deshalb nehme ich das auf 5 Minuten. Das passt dann. Noch nicht nachziehen, erst wenn die Punkte dann über meinem initialen Stop liegen. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen eine Einsicht gegeben hat, wie ich handle, wie man mit den Situationen umgehen kann. Vielleicht sogar eine Idee, was ihr vielleicht heute Abend oder in den nächsten Stunden noch machen könnt. Das Schöne ist, dass all diese Trades im Prinzip x-beliebig häufig wiederholbar ist. Es ist nicht auf irgendeinen Markt festgelegt. Es ist nicht auf irgendeine Zeitebene eingerichtet, dass man sagt, ja, aber das muss dann immer so und so. Ihr habt wahnsinnig viele Möglichkeiten, das anzuwenden. In euren Lieblingsmarkt, in eurer Lieblings Zeiteinheit in eurer Lieblingshandelsphase am Tag. Also das ist nicht nur, dass das dann nur abends oder nur morgens oder nachts oder wie auch immer. Ihr könnt das auf allen möglichen anwenden. Das finde ich, macht es sehr, sehr attraktiv und es ist eigentlich relativ einfach. Wenn ihr sagt, das war cool, da hätte ich gerne mehr davon. Jawohl, dann machen wir das am 26. November, also in 14 Tagen von heute wieder. Ihr könnt euch merken, immer im 14-Tage-Rhythmus werden wir uns hier sehen. 18:30 Uhr an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr da seid. Wenn ihr wollt, ladet euch das hier runter, beziehungsweise loggt euch hier ein. Live-Konto könnt ihr natürlich sehr gerne machen. Da freuen sich die von XTB mit Sicherheit drüber. Ist ein ordentliches Team, die machen eine ordentliche Arbeit, sind fair. Also da habt ihr mit Sicherheit keine Halsabschneider, sondern ein gutes Team da an der Seite. Probiert es aus mit der Plattform. Ihr könnt ja ein bisschen ausprobieren, rumexperimentieren. Und ansonsten sehen wir uns sehr, sehr gerne, wie gesagt, in 14 Tagen. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu, entweder auf das Team von XTB. Ihr dürft euch auch bei mir natürlich melden, das ist kein Thema. Ansonsten sehen wir uns in Bälde wieder. Bleibt gesund, tradet erfolgreich und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ciao, ciao.